sind wir auch direkt wieder und ich werde einfach weitermachen, ne? Hättest du bessere Laune, wenn die Stelle nicht mehr jucken würde? Ich denke schon, aber kratzen kann ich mich nicht. Hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit? Lieber würde ich meine Hand in kochendes Wasser stecken. Witzig, dass Sie das sagen. Der Effekt wäre nämlich ungefähr der gleiche. Aber wir könnten mit unserem Schilfrohr vielleicht oder so, ne? Warum besorgst du dir denn nicht einfach einen Balsam oder sowas? Ich kann hier leider nicht weg. Wie ich Ihrem Gatten? Er ist nicht mein Gatte. Schon sagte, meine Krallen schneiden sich durch beinahe jeden festen Untergrund und ich kann mich kaum fortbewegen. Nun ja, vielleicht hätten Sie ja die Freundlichkeit. Falls ich irgendwo in diesem Wald einen Make-up-Verkäufer finde. Jo. Ja, unwahrscheinlich. Was für ein widerliches, stinkendes Schlammloch. Danke. Das ist mein Zuhause. Es ist vielleicht kein Palast, aber es gehört mir allein. Um Gottes Willen, du wohnst hier? Durchaus. Es bietet viele Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Womit denn? Oh, hier ist schon einiges versunken. Eine Vase, eine alte Unterhose und mehr Pfeiler, als ich jemals zählen könnte. Und da hinten bei den Stängeln, die wie Farnkraut aussehen, liegt die Brille von dem Verrückten auf dem Baum. Da hinten bei den Stängeln, okay. Die Brille von dem verrückten Alten liegt da im Moor? Ja, Brillen werden gerne verwendet, um Bücher zu lesen. Was ein Buch ist, wisst ihr? Sicher, dass es vernunftbegabte Amphibie heißt? Und nicht, wir sind vom Aussterben bedroht, weil wir nicht die Klappe halten können, Amphibie? Vertrauen Sie mir. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nämlich studiert. Eine gebildete, vernunftbegabte Amphibie? Woher weißt du, wo all die Gegenstände versunken sind? Nun, hier passiert nicht viel. Wenn etwas ins Moor fällt, plumps, ist das schon ein denkwürdiges Ereignis. Also du sitzt hier und guckst den ganzen Tag in der Gegend herum? So wie Sie es beschreiben, klingt das nicht gerade nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ich meinte nur, das hört sich echt langweilig an. Ich weiß. Okay. Sicher, dass die Brille bei dem Farnkraut liegt? Das ist kein Farnkraut, das sind Pfeile. Der Alte hat seine Brille fallen lassen, plumps, und aus Wut ein paar Mal auf die Stelle geschossen. Okay. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die knisternde Spannung zwischen uns nicht bemerkt habe? Wow. Mir ist gerade tatsächlich zu schlecht, um mich zu übergeben. Okay. Ich soll also mit bloßen Händen in diese stricktolle Idee. Die Antwort lautet nein. Bei welchen Stängeln ist jetzt die Brille? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Auf jeden Fall nicht, wo wir gerade hinkommen. Sieht aus wie die Viecher von Doodle Jump irgendwie. Und schauen wir mal, ob mal. Also. Das kann ich echt nicht nehmen. Was sollte ich jetzt hineinfüllen? Pudding. Was? Nein. Marmelade? Oh Mann. Warum darf ich den Tankkanister nicht mitnehmen? Das verstehe ich jetzt nicht. Schilfrohr mit Haken, also ähnlich wie so eine Art Arm, um uns irgendwas zu angeln. Was schreit denn da die ganze Zeit? Wenn ich es nicht sehen kann, heißt das wohl, dass es sehr klein sein muss. Ich vermute mal, dass es Wind ist. Dann müsste ich erst über diesen schnarchenden Typen drüber steigen. Kann ich vielleicht? Ja, nein. Okay. Aha. Dann gehen wir erstmal wieder nach oben. Ich glaube, mit diesem Stab können wir da vielleicht dann etwas herankommen. Zum Baumhaus da. Okay.
Der Brustbeutel vielleicht, ja? Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Hm. Was für eine komische Mütze. Der Kerl hatte einen interessanten Klamottengeschmack. Er steckt zu fest. Hm. Ja, nein. Mist, ich dachte, dass ich irgendwo jetzt rankomme mit dem Stab. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ah. Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Nein, das bringt nichts. Ja, bin ich jetzt verwirrt. Er ist zwar schwerhörig, aber warum sollte ich ihn reizen? Hm. Psst. Hey, Flückengesicht. Hier drüben. Was war das? Wer auch immer da ist, ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich kann dich hören. Gut, das heißt, hier oben können wir doch nicht sehr viel machen. Schade. Schade. Damit vielleicht irgendwie die Dingens rausangeln. Habe ich dich. Ah, die Brille. Wow, da hat jemand offenbar zwei dicke Lupen zusammengeschraubt. Okay. Ich brauche keine Brille. Hm. Gut, aber was machen wir jetzt mit der Brille? Das ist die andere Frage, ne? Gut. Gucken, was mit der Maschine jetzt irgendwie ist. Jetzt zeigt sie irgendwo den Wald hinein. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Okay. Jetzt zielt sie auf den verrückten Alten im Baumhaus. Vielleicht kann ich, wenn sie sagt, dass das sehr klein ist. Das erklärt natürlich einiges. Womit soll ich die denn transportieren? Damit? Du kommst mit. Die brauche ich nicht mehr. Okay, das war schon komplett das, was wir dafür brauchen, okay. Damit kann ich ihn jetzt vielleicht irgendwie ablenken, oder ich weiß es nicht. Nein, wie komme ich hier hoch? Da hoch, okay. Nein, ich lasse sie erstmal da drin. Das Geräusch ist nervtötend. Das kriege ich nicht dahin, oder? Keine gute Idee. Nee. Komm, lauf nach Hause. Aua! Ich muss zugeben, das war beeindruckend. Aua, die arme Ameise. Aua. Was haben wir denn hier? Wolltest du etwas mit ins Jenseits nehmen? Tja, jetzt nicht mehr. Ein Zeigestock. Hoppla. Ups. Sonst ist da nichts mehr in der Brusttasche. Kann ich jetzt hier rüber gehen? Langsam ist es Verzweiflung. Nein, oder? Mann, damit könnte man noch das Rohr zustopfen. Dann würde er doch nichts mehr hören. Keine gute Idee. Kann ich ihm einfach das Ding wegnehmen? Wenn ich rankommen könnte, würde schon ein kleiner Schubser genügen. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Mit dem Zeigestock, genau. Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Mann, du stehst doch direkt dran. Nein, das bringt nichts.
Hm. Bitte was? Nein, nicht mit bloßen Händen. Damit? Nein, das bringt nichts. Hm. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Hm. Vielleicht ist das Moos für die Stelle von dem Viech da. Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich das lassen. Okay. Wird nicht funktionieren, aber wenn Sie es kaputt machen wollen, probieren Sie es gerne aus. Hm. Im Zeigestock kratzen? Ich darf doch sehr bitten, nehmen Sie das weg von mir. Ich will ihn ja nur kratzen. Sieht trocken aus. Das fasse ich sicher nicht mit bloßen Händen an. Ach so, ich kann auch direkt an... Ah, okay. Das wird ihm nicht helfen. Mhm. Hey, nicht kratzen! Okay, das war nur gerade wieder so ein Hidden Achievement. Ihr seht das, glaube ich, nicht. Die sind dann hier unten rechts am Bildrand. Hm. Vielleicht nochmal mit ihm reden? Ich muss dich nochmal was fragen. Muss das sein? Hey, das hier macht mir genauso wenig Spaß. Okay, das ist ganz relativ wenig. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht? Wow. Okay, Trümmer waren auch nicht mehr. Bremsspur, Aussicht. Mit denen da oben kann ich auch nichts mehr anfangen gehen. Hm. Hm. Dann gehen wir nochmal hier hin. Hier unten eigentlich mit denen etwas machen? Nein, okay. Hm. Ich weiß, ob das so eine gute Idee ist, aber... Hey, ich habe gute Neuigkeiten. Ihr vermisst doch euren Kollegen. Simon, ja? Ja? Ich habe ihn gefunden. Oh, nein! Nein! Rasende Verzweiflung. Gern geschehen. Hey, jetzt braucht ihr doch den Globus nicht mehr, oder? Ja, hier, nimm. Simon! Oh, Mann! Alter, die Logik von dem Spiel, das ist doch... Oh, jetzt hab ich den Schwinger. Was ist das für ein Spiel? Und für... Ach, ja. Kann ich den Globus jetzt als Gefäß benutzen? Bestimmt. Hm. Keine gute Idee. Was? Netter Einfall. Nein, das bringt. Ja. Nein. Hm. Nein, das. Mann, ich dachte schon, ich hätte das Rätsel gelöst. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Hm, was steht da eigentlich? Auf Körperteile ist... Ach so, ja. Pfeffer. Okay. Die hatten wir schon gelesen. Ich bin ein bisschen ratlos. Gutes Beispiel von... Nicht rumblödeln. Hm... Ja, probier mal wieder nach oben zu gehen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Es tut mir leid. Aber ich will nicht gucken in die Hinweise. Hm. Oh, was ist da hinten? Fliegen? Soll ich sie überreden, mitzukommen? So einfach ist das nicht. Hm. Den Globus irgendwie fangen? Langsam ist es. Oder damit? Langsam ist es... Ja, langsam ist es Verzweiflung. Ah, man kann ihn öffnen. Ja. Okay, man kann ihn öffnen.
Das heißt, eventuell können wir ihn jetzt füllen. Ja, okay, das damit habe ich nicht gerechnet. Hat ja toll funktioniert. Die ganze Suppe ist durch die Löcher gelaufen. Ah, meine Idee war schon richtig. Es war nur, ja. Geflickt. Die Brunnen sind abgedichtet. Wie gesagt. Eine Schale mit stinkendem Moorwasser sollte genügen. So, probieren wir es mal. Da gehört Schlamm rein. Eine Mischung aus Moorwasser und Sand. Das ist ja fast noch dämlicher als Honig. Moorwasser und Sand, das heißt, wir brauchen auch noch Sand, oder wie? Okay. Wenn wir jetzt mit denen reden nochmal irgendwas, weil ihr Freund tot ist? Hey, ihr habt doch sowieso nichts zu tun. Ich muss euch nochmal was fragen. Ach ja. So, Leute, ich habe euch euren Kollegen zurückgebracht. Könnt ihr mir jetzt vielleicht helfen, meinen Kollegen zu befreien? Was? Siehst du nicht, dass wir hier trauern? Wie pietätlos. Seine Leiche ist noch nicht einmal kalt. Er ist ein Schädel. Seine Leiche ist nicht mal mehr da. Ach, Simon. Das bringt einfach nichts. Hey, ist das nicht schön, dass ihr wieder zusammen seid? Ja. Es ist fast wie früher. Nur, dass Simon jetzt, naja, weniger lebendig ist. Boah, ist doch fast das Gleiche. Okay. Ich muss los. Ach, könnten Sie dann vielleicht diese kleinen... Oh ja. Vielleicht. Ich liebe... Gut, ja, wir müssen irgendwo noch Sand finden. Muss ich mal gucken. Also vielleicht ist das ja unsere Bremsspur auch Sand. Keine gute Idee. Oh Manu, warum ist das kein Sand? Schiere Verwüstung. So hat mich Papa früher auch manchmal gemeint. Ich muss dich noch mal was fragen. Muss das sein? Hey. Gut. Mir reicht's, ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder, glaub ich. Wow. Nicht rumblödeln, ich muss... Wo ist denn hier Sand? Verdammt nochmal, ich finde keinen Sand. Ich muss überall auf dem Boden Sand rumliegen. Oben irgendwo Sand. So langsam werde ich ratlos. Ja, Rohrwindmönch. Nein. Hier kann ich nirgendwo vor diesem schießwütigen Irren in Deckung gehen. Okay. Ich will es nicht zerstören. Das heißt, hiermit können wir auch nirgendwo was machen. Fliegen, Brustbeutel. Ernsthaft? Wir haben das immer noch nicht gebraucht, ne? Gutes Beispiel von... Der Zeigestock passt genau in das Ende vom Schilfrohr. Okay. Und jetzt da das dran? Ah. Ah. Keine gute Idee. Kommen wir jetzt nicht irgendwo ran, noch kommt schon. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit...
Das bringt nichts. Ist das wirklich sinnfrei, dass wir das jetzt gemacht haben? Ja. Ich bin verwirrt. Wir brauchen Sand. Ich sehe nirgendwo Sand. Hey, nicht kratzen. Okay. Ich glaube nicht, dass das gegen eine trockene Stelle hilft. Ach wirklich? Stinkendes, brackiges Moorwasser? Sind Sie sich dann sicher? War nur so eine Idee. Ich bin nur gerade eine bisschen ratlose. Aber hier ist auch eigentlich nichts mehr irgendwie sowas, was wir jetzt großartig miteinander kombinieren können. Wir haben jetzt eine ziemlich lange... Also, wir haben halt den Zeigestock an sich noch überhaupt nicht gebraucht. Auspuff. Ich könnte einen Knoten reinmachen, aber ich bin ja eigentlich gerade dabei, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Ja? Nein, ich weiß. Ich brauche hier die zweite für Sand, aber wo ist hier Sand? Nein, sie sollen in Ruhe Wiedersehen feiern. Oh, das ist so böse. Und die vier sind wieder vereint. Tja, jeden Tag eine gute Tat. Ein Sattel auf einer Tonne? Wozu brauchst du einen Sattel? Du hast ja nicht mal eine Tonne. Könnten wir eventuell mit dem... Also ich habe ja noch die Idee oben mit der Wäscheleine, dass wir da... das so als Seilbahn. Verwenden können oder wie auch immer. Nein, da drin riecht es... Ja? Ich weiß es ja auch nicht. Auspufftanköffnung, Auslöser. Aber da passiert ja auch nichts, das wissen wir ja schon. Ansonsten nicht. Ich seh echt nichts mehr. So langsam gehen mir die Ideen aus. Wo kriegen wir Sand her? Also ich dächte echt aus der Spur halt, ne? Jetzt probiere ich das nochmal aus, ein letztes Mal, und danach muss ich doch wieder gucken. Hiermit. Langsam ist es verzweifelt. Hiermit. Keine gute Idee. Tanke die Maschine aus, ja. Wow. Ja, okay. Und was hast du bereits? Es fehlt noch Sand. Sand befindet sich im Boden. Aber nicht in der obersten Schicht. Hey, eine Goldader. Ach nein, es ist nur Sand. Wer soll denn auf so einen Scheiß kommen, ey? Manchmal so, keine Ahnung. Jetzt habe ich Sand und Moorwasser. Was kann da noch schief gehen? So. Na. Top. Schlamm. Sehr gut. Und jetzt können wir das Ganze in die Maschine. Es war mir ja klar im Prinzip, ne? Aber ich bin nicht drauf gekommen, dass du mit dem... Warum mit dem Haken? Ich verstehe es nicht. Betankt und abschussbereit.
Meine Güte, sie hat es tatsächlich geschafft. Die Putzfrau hat unsere Maschine repariert. Denkt ihr auch, was ich gerade denke? Ich denke schon. Ja, Fiona ist ein wunderschöner Name für einen Hund. Was zur Hölle? Ein neuer Wert für unsere Karte. Wie wunderbar. Nun fehlen uns aber noch zwei Werte. Hoppla. Ich glaube, ich muss vorsichtiger auf den Auslöser drücken. Gut, okay. Also den einen hat ja der Dingens kaputt geschossen, ne? Können wir mit dem drüber reden? Ich muss dich noch mal was fragen. Musst? Hey. Da, Papier. Hast du hier zufällig einen Papierflieger vorbeikommen sehen? Weiß? Gefaltet? Bestehend aus Papier. Ja, das ist ein Papierflieger. Ja. Genauso einen habe ich gerade eben verschluckt. Warum verschluckst du den Papierflieger? Sind sie immer so indiskret? Was? War das eine Beleidigung? Na, was soll ich sagen? Papierflieger sind eigentlich nicht meine Leibspeise. Aber ich folge, wie alle meine Artgenossen, einem Impuls, der mir das Fressen von kleinen fliegenden Objekten befiehlt. Das bedeutet? Das bedeutet, ich kann nicht anders. Kannst du das einfach lassen? Ich will die Flieger ja gar nicht essen. Ich meinte das Rumgeschwafel. Okay. Hör auf damit, du machst damit Forschungsergebnisse kaputt. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Ich unterstütze die Wissenschaft. Das tue ich wirklich. Aber ich kann einfach nicht anders. Warum isst du nicht irgendwas anderes? Sehen Sie irgendetwas Fliegendes in der Nähe? Ich könnte dich mit Steinen bewerfen. Ich denke, da passe ich. Okay. Mir reicht's. Ich gehe jetzt. Na, glaub. Wow. Okay. Also unsere nächsten Aufgaben sind prinzipiell erstmal klar. Die Frage ist, wir haben jetzt halt nur noch den Haken. Was sollen wir damit jetzt Großes machen? Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Das hat wohl nicht funktioniert. Die hängt zu weit oben. Da oben hängt eine Wollmaus rum. Das arme Ding zittert, als hätte es den Teufel gesehen. Vielleicht die fliegende Wollmaus? Ich weiß es nicht. Die Karte könnte tatsächlich zu einem wenn sie nur Jetzt zielt sie auf den Jetzt zeigt sie irgendwo in den Wald hinein. Gut, da, das hat ja funktioniert, aber das hatten sie schon, ne? Ein weiterer Papierflieger. Kollegen, ich stelle fest, diese Daten haben wir bereits erfasst. Okay. Also, ich muss jetzt einfach einen Weg finden. Jetzt zielt sie auf das komische Vieh am Waldrand. Okay. Ich muss einfach irgendwie
im Baumhaus und so dafür sorgen. Das Problem ist, er hat halt einen unendlichen Pfeilvorrat. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit. Na, die Fliegen sind die Lösung für das Problem unten zumindest. Die Frage ist, ja, wie bekommen wir die Fliegen? Sicherlich nicht mit dem Pfeil. Ja. Frage ist halt, was wir mit dem Pfeil machen müssen. Trümmer helfen uns recht wenig. Hier können wir auch größtenteils nichts mehr machen. Ja, das ist definitiv Moor. Man kann durch dieses Moorwasser keine 2 Zentimeter gucken. Ich muss dich noch... Nein. Mir reicht's. Ich... Nachglauben. Wow. Wir brauchen die Fliegen von oben, ziemlich sicher. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Nein, 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 das wollte ich nicht. Ich wollte unten gerade nochmal gucken. Naja, gut, aber auf jeden Fall, ich werde diese Folge jetzt hier erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und, ja. Das nächste Mal vielleicht dann mit Fliegen, ne? Jo. Ciao, bis dahin.